Wenn Sie jetzt diese kleine Hausaufgabe durchgeführt haben, können Sie ja zum Schluss auch die Frage beantworten, habe ich selber überhaupt etwas mit der Qualität des Produktes zu tun oder nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass einige unter Ihnen zu der Auffassung gelangt sind, eigentlich habe ich nichts mit der Qualität des Produktes zu tun, was ich mir da gerade angeschaut habe und was in unserer Firma dahergestellt wird. Ich hoffe, dass ich zum Ende zumindest dieser Lehrveranstaltung heute Ihnen klar machen konnte, dass auch Ihre Tätigkeit mit der Qualität des Produktes etwas zu tun hat. Aber, und das ist vielleicht einigen von Ihnen jetzt auch schon negativ aufgefallen, im Grunde genommen rede ich die ganze Zeit ein bisschen, wie soll ich sagen, um den heißen Brei rum oder etwas ungenau. Denn wenn ich mich frage, wie beeinflusst meine Tätigkeit die Qualität des Produktes, dann müsste ich ja erst mal wissen, was ist denn die Qualität des Produktes? So, und dazu will ich jetzt die moderne Technik benutzen und mit Hilfe der modernen Technik etwas an die Wand werfen, was Sie in Ihrer Lerneinheit ja auch sehen können. Ich weiß nicht, welche Seite ist das? Seite 7. Irgendwo habe ich einen Zeigestock. Ist jetzt weg. Da ist er. Das ist etwas, was ich in der sozusagen realen Lehrveranstaltung halt am Anfang auch mache. Einfach mal auflisten, was verstehe ich unter Qualität? Was verstehe ich unter der Qualität eines Produktes? Da kommen dann eben unterschiedliche Dinge heraus. Ein paar habe ich hier mal in der Lernanleitung auch aufgelistet. Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer, Bequemlichkeit oder Luxus oder hoher Preis, Zufriedenheit, Produkt entspricht meinen Wünschen, Produktsicherheit, gutes Design. Es gibt also ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, was die Qualität eines Produktes eigentlich darstellt und damit natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man die Qualität eines Produktes beurteilen soll. Hat ein Produkt gute Qualität, hohe Qualität oder hat ein Produkt niedrige Qualität, schlechte Qualität? Mit welchem Maßstab soll man das beurteilen? Ein Beispiel, was ich auch in der Lerneinheit drin habe, ist die Qualität einer Mercedes S-Klasse, ist die besser als die Qualität eines Dacia oder eines VW Polo oder eines Toyota Aygo. Und ich glaube, im Grunde genommen haben wir hier bei der Definition oder bei der Frage, was heißt Qualität, eine ähnliche Situation, die man halt in vielen Wissenschaften hat, dass man nämlich Begriffe aus der Alltagssprache verwendet, diese Begriffe aber genau definiert und dann sind die Begriffe eben nicht genau gleich der ungenauen, entsprechend nicht genau dem ungenauen Verständnis, wie man es sozusagen im Alltag hat. Das Beispiel, was ich in der Lerneinheit auch habe, ist ja der Impuls. Was verstehe ich unter Impuls? Im Alltag können Leute mit viel Impuls ihre Arbeit machen. Man kann jemandem einen Impuls geben, dies und jenes zu tun. In der Physik ist Impuls komplett exakt definiert, Masse mal Geschwindigkeit, das ist der Impuls, den dein Körper hat. Wenn man also jetzt eine Aufgabe vor sich hat, den Impuls von irgendetwas zu bestimmen, dann ist es halt wichtig zu wissen, wird damit wirklich dieser physikalische Impuls gemeint oder meint man damit irgendwelche anderen Impulse? Und genauso ist es auch beim Qualitätsmanagement. Diese ganzen Begriffe, die hier drin stehen, die haben schon irgendetwas mit der Qualität des Produktes zu tun, aber ja, sind schlecht zu verallgemeinern. Was eine Person als Luxus betrachtet, empfindet die andere Person vielleicht auch gar nicht mal als Luxus. Was heißt denn Zuverlässigkeit? Wenn ein Auto 8 Jahre lang ohne Reparaturen fährt, ist es dann erst zuverlässig oder ist es auch schon zuverlässig, wenn die erste Reparatur nach 2,5 Jahren auftaucht?
Das sind also alles Dinge, die ausgesprochen schwierig zu definieren sind. Und im Qualitätsmanagement hat man sich im Grunde genommen auf folgende Definition geeinigt. Und jetzt will ich mal die Technik noch mal ein bisschen weiter treiben. Also, jetzt sind wir hier. Hier kann ich was zeichnen. Und nicht nur zeichnen, ich kann auch noch was schreiben. Und zwar, was schreibe ich jetzt? Die Definition von Qualität. Ich gehe jetzt noch nicht in die Definition, wie ich sie selber schreibe, sondern ich zitiere jetzt doch noch zweimal. Ich hatte ja eben schon diese berühmten Qualitätsnormen ISO 9000 und folgende angesprochen. In diesen Normen wird Qualität natürlich auch definiert. Die Normen kommen alle paar Jahre in einer neuen Version raus, teilweise leicht überarbeitet, teilweise sozusagen komplett überarbeitet. Und eine der ersten Formen, die galt dann noch 1994, und da sehen Sie folgende schöne Definition: Qualität, Gesamtheit von Merkmalen und Merkmalswerten einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. Ja. Wenn Sie mir auf Anhieb sagen können, was das bedeutet, dann muss ich Sie bewundern. In der Fassung im Jahr 2000, da war es ein bisschen anders, Qualität, gerade indem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt. Ich finde, die ist schon ein bisschen besser verständlich. Inhärente Merkmale sind ja dann offensichtlich Merkmale, die dem Produkt inhärent sind, also Merkmale des Produktes. Die müssen Anforderungen erfüllen. Das heißt, wenn Anforderungen da sind, müssen sie ja vorher schon mal festgelegt worden sein. Das heißt, es gibt irgendwie Leute, die eine Anforderung festlegen oder mehrere Anforderungen festlegen. Und wenn die Anforderungen erfüllt sind, dann ist das Qualität. Was hier jetzt noch nicht so richtig rauskommt, ist Qualität eigentlich sozusagen so ein Begriff, der binär ist? Also nach dem Motto, es gibt Qualität oder es gibt keine Qualität. So ähnlich wie jemand ist schwanger oder jemand ist nicht schwanger. Oder ist das sozusagen ein kontinuierlicher Bereich? Es gibt wenig Qualität, es gibt mehr Qualität, es gibt viel Qualität, es gibt 100% Qualität. Kann man also bei Qualität davon sprechen, dass sie nur teilweise erfüllt ist? Das wird hier aus dieser Definition so nicht deutlich. Die neuen Normen haben die Definition von Qualität dann nochmal ein bisschen geändert. Inhaltlich, glaube ich, hat sich aber nicht viel verändert. Und das, was sozusagen umgangssprachlich unter Qualität verstanden wird, ist vielleicht Folgendes: Qualität ist die Einhaltung oder Realisierung Realisierung von Qualität ist die Einhaltung oder Realisierung von vorher vereinbarten Anforderungen. So, und ich finde, dieses ganze Qualitätsmanagement und auch die Normen im Qualitätsmanagement beruhen eigentlich auf folgendem Bild. Da sitzen hier ein paar Leute zusammen
Das eine sind die Kunden, das andere sind die Lieferanten oder das eine ist der. Die eine Hälfte sind die Hersteller, die Produzenten, die andere Hälfte sind die Kunden und die unterhalten sich jetzt darüber, wie das Produkt aussehen soll. Und diese, ich sag mal, direkte Kunden-Lieferanten-Situation, die liegt nach meiner Meinung dem Qualitätsmanagement erstmal zugrunde. Also, hier sitzen die beiden Parteien, die Kunden und die Produzenten, die Lieferanten, die sitzen zusammen und unterhalten sich darüber, wie das Produkt aussehen soll. Dabei gibt es natürlich, ich nehme mal an, da oben die beiden, das sind die Kunden, von denen gibt es jetzt eine ganze Reihe von Kundenwünschen. Viele dieser Wünsche sind leicht zu erfüllen. Einige von diesen Wünschen sind aber möglicherweise nicht so leicht zu erfüllen. Insofern ist jetzt die Situation so, die sagen, wir hätten gern die und die Eigenschaft und die hier als Produzenten sagen, ja, ist okay. Oder sie sagen, ja, wird aber schwierig. Oder sie sagen, das ist von der technischen Seite her überhaupt nicht machbar. Die nächste Situation könnte sein, die sagen, ja, wir möchten eine bestimmte Spezifikation, eine bestimmte Eigenschaft und die sagen, ja, das kostet aber dann so und so viel. Und dann sagen die, ja, das ist aber zu teuer. Letzten Endes läuft das Ganze dann darauf hinaus, dass die vier oder die beiden Parteien, Kunden und Produzenten, sich auf Eigenschaften des Produktes einigen. Und zu diesen Eigenschaften gehört natürlich dann auch der Preis. Zu diesen Eigenschaften gehören die technischen Anforderungen an das Produkt. Aber eben nicht nur die technischen Anforderungen, auch, wie gesagt, Anforderungen wie der Preis, der gehört zur Spezifikation, zu den Anforderungen an das Produkt. Dinge wie die Lieferzeit gehören dazu und so weiter. Und die werden jetzt vereinbart. Das führt dazu, dass nicht alle Wünsche, die die Kunden haben, auch tatsächlich realisiert werden können. Aus Preisgründen, aus technischen Gründen, aus Liefergründen oder Ähnlichem. Das heißt, wir müssen einen Unterschied machen zwischen den Kundenanforderungen, zwischen den Kundenwünschen einerseits und den Anforderungen, die letzten Endes vereinbart werden. Also, wieso geht das jetzt aus? Dabei. Muss man unterscheiden zwischen den Wünschen des Kunden also den Kundenwünschen und den Anforderungen, man kann auch sagen, den Kundenanforderungen, also lassen wir einfach Anforderungen stehen, und den Anforderungen die zwischen Kunde und Produzent vereinbart wurden. Also haben wir einmal die Anforderungen auf der einen Seite und die Kundenwünsche sozusagen auf der anderen Seite. Die sind nicht völlig deckungsgleich. Wichtig im Qualitätsmanagement ist letzten Endes, wenn man es jetzt übertrieben sagt, nicht, was der Kunde wünscht, sondern wichtig ist, was mit dem Kunden vereinbart worden ist. So, und diese Anforderungen, müssen erfüllt werden.
Und wenn jetzt jemand zu einem Autohändler hingeht und sagt, ich möchte einen VW Polo mit Stoffsitzen kaufen und das dann auch noch immer weiter spezifiziert nach Lackfarbe, Innenausstattung und so weiter. Ja, dann sind das halt die Anforderungen, die dann in dem Auftrag, in dem Kaufauftrag dann auch festgelegt werden. Dass der Kunde sich möglicherweise lieber lieber ein Audi A8 zulegen würde, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das heißt, der Kundenwunsch, eigentlich will ich lieber einen Audi A8, spielt keine Rolle, wenn er hingeht und sich den Volkswagen konkret kauft. Also diese Anforderungen, die müssen erfüllt werden. So, und was ich jetzt in der Reallehrveranstaltung dann auch immer mache, ist mal für ein Produkt ein paar typische Anforderungen aufschreiben. Und zwar könnte man jetzt mal Folgendes machen. Als Beispiel. Sie kaufen eine Küche. Wir kaufen eine Küche, die zu Hause eingebaut wird. So, und Sie wollen die Küche kaufen und und wir haben jetzt die Situation, Sie und Ihre Partnerin, Ihr Partner, Sie sitzen also zusammen mit dem Küchenhersteller und diskutieren jetzt, wie soll die Küche aussehen. Was für Forderungen, was für Wünsche haben Sie da? So, Forderungen oder Wünsche. Die Elektrogeräte sollen von der Firma ABC und Typen sein. Also Sie spezifizieren genau, welche elektrischen Geräte Sie haben wollen. Ich will die jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen. So. Das muss jetzt natürlich genauer spezifiziert werden, welche Geräte Sie nun tatsächlich haben wollen. Was wollen Sie noch? Sie wollen Arbeitsplatten mit Größe. Legen Sie fest, aus Material. Aus einem bestimmten Material wollen Sie haben. Sie wollen Hängeschränke. Hängeschränke und wie heißen die Dinger, die auf dem Boden stehen? Stehschränke, Unterschränke, Hänge und Unterschränke. Die an bestimmten Stellen eingebaut werden. Sie wollen die ganze Elektro- und Wasser und ja eventuell auch Gasinstallation, die dazugehört. So, jetzt. Was gibt es noch für Dinge, die Sie. Ups, das ist jetzt der falsche. Also, die Geräte werden spezifiziert, die Arbeitsplätze aus Granit mit der und der Größe an der und der Stelle. Die Schränke spezifizieren Sie von der und der Firma und die sollen an der und der Stelle eingebaut werden. Die ganze Installation, die notwendig ist, die soll ordentlich durchgeführt werden.
das spezifizieren Sie alles. Das sind jetzt sozusagen so eine ganze Reihe von technischen Spezifikationen, die Sie äußern, die Sie mit dem Küchenhersteller diskutieren. Und daraus resultiert dann ein Preis. So, und ein großer Teil der Diskussion wird sich da ja dann darum drehen, Ihnen ist der Preis zu groß. Und dann sagt er, ja, dann können wir da oben nicht Granit nehmen, dann nehmen wir da nur, was weiß ich, für ein Material, dann geht der Preis runter. Und Ihre Anforderungen, Ihre Wünsche werden nicht hundertprozentig erfüllt. Und auf die Art und Weise nähern Sie sich es immer weiter an. Aber sind das die einzigen Wünsche oder die einzigen Anforderungen, die jetzt hier berücksichtigt werden müssen? Wie ist es zum Beispiel mit dem Liefertermin, dem Einbautermin, Einbauablauf? Einbautermin, Einbauablauf. Das sind sicherlich Dinge, die auch berücksichtigt werden müssen. Wenn wir jetzt da Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen haben, dann werden Sie sicherlich den Wunsch haben, dass diese ganzen Dinge ordentlich durchgeführt werden. Das heißt, wenn die ordentlich durchgeführt werden sollen, dann müssen bestimmte Normen, Sicherheitsnormen, Umweltnormen, müssen eingehalten werden.